Ja, und da melde ich mich doch nochmal ganz zum Schluss hier im Epilog. Neues Gemälde freigeschaltet, neuen aktualisierten Bauplan freigeschaltet, eine neue Mehrspielerbelohnung freigeschaltet und wir stehen hier wieder in Davenport in der Siedlung. Und können Sie jetzt quasi noch ein bisschen umschauen? Scheiße, was ist denn hier noch? Grenzland, Schnellreise, wir haben noch eine Mission. Oha! Na dann, hinter. Ja, mal schauen, was uns erwartet. Auch entschuldigt, weil Sie eben gerade im Hintergrund bei den Credits die Rügen gehört haben. Solltet. Keine Ahnung. Wahrscheinlich immer wieder eine ganze Armada an Krankenwagen hier. Von eurer Straße lang geheizt. Also, falls Sie zu hören waren, tut mir es leid. Bei unserem Dorf? Alles klar. Ja, komm, wir nehmen die Schnellreise, brauchen wir kein Pferd für. Wir machen diese einfach auf dem schnellen Wege noch. Zum Abschluss spielen wir noch den Epilog. Selbstverständlich spielen wir noch den Epilog. Wir haben aus dem Keller alles weggeräumt. Alles verbrannt, die ganzen Bilder. Wir haben das Kriegsbeil aus dem Pfahl gezogen. Und hier sitzt jemand. Was ist los? Wo sitzt du denn hier rum? Epilog, Kanataiseton. Abenteurer. Wenn du hungrig bist, ich hab genug. Nein, danke. Wo sind denn alle hin? Nach Westen. Ist schon eine Weile her. Anscheinend hat der Kongress das Land einem Mann aus New York zugesprochen. Was? Das passiert jetzt immer öfter. Die Regierung sagt zwar, sie nehmen kein Land, das schon bewohnt ist, aber... Wie konnte das nur passieren? Wir sind jetzt allein. Überhaupt kein Geld und keine Hilfe aus England mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles selbst machen. Und selbst bezahlen. Land ist schnell und leicht verkauft. Und nicht so lästig wie Steuern. Und da angeblich der ganze Krieg nur deswegen ausgebrochen ist, will sie keiner so schnell zurück. Sind kluge Köpfe unsere neuen Anführer. Die greifen noch nicht ganz so hart durch. Noch zu früh für Steuern. Zu britisch. Danke. Pass auf. Sind alle nach Westen geflüchtet. Okay. Jetzt geht's nach New York. Alles klar. Dann reisen wir nach New York. Nochmal diesmal hier aus dieser Folge eine extra lange Finalabschluss-Sonderfolge Spezial. Oder ich setze den Cut hinterher. Vielleicht habe ich auch einen Cut gesetzt. Man weiß es nicht. Dass ihr werdet es wissen. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber ihr werdet es dann wissen. Ob ich dann den Epilog quasi nochmal separat hochlade oder quasi direkt hinten dran laufen lasse. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Ich werde es sehen. Noch weiß ich es nicht. Noch bin ich mir nicht ganz so sicher. Also warten wir es ab. Zunächst kümmern wir uns jetzt erstmal darum, dass wir hier doch noch die Mission durchkriegen. Den Epilog. Und dann ist noch genug Zeit, mir Gedanken zu machen. Wie ich das alles nur handhabe. Ob ich so separat hochlade oder nicht. Ja, gut, wir haben jetzt erfahren, dass das Land verkauft wird. Von New York aus. Dass das Land, wo unser Dorf drauf steht, an einen Mann aus New York verkauft wurde.
die Regierung aktuell keine Steuern nimmt, sondern lieber das Land verkauft, um an Geld zu kommen. Was natürlich viel einfacher ist, ist ja klar. Steuern könnten dann glatt mal die Bürger hier so auf die Barrikaden gehen und sagen, nö, wollen wir nicht. Und wenn sie Land verkaufen, ja, ich will das Land haben, zahle ich das und das dafür, alles klar, ist da eins, gehört dir. Viel Spaß damit. Ach, da wohnt zwar jemand drauf, aber die werden schon abhauen irgendwie, ne? So war das halt damals mit den Indianern. Leider. Die Amerikaner breit gemacht. Und haben den Indianern quasi ihr Land geklaut. Stohlen. Epilog. Tag der Evakuierung. Starten wir die Mission. Amerika braucht eure Dienste Schickt nicht. Schickt sie nach England, Gentleman. Im Sarg. Tod den Unterdrückern! Mach sie nieder! Nichts gelernt. Wieso sind wir blutverschmiert? Sklavenhandel. Nichts gelernt. Animus-Datenbank. Frieden von Paris. Jupp. Und die Mission führt uns wieder ins Grenzland. Dann reisen wir auch wieder zurück ins Grenzland. Ach ja. So, wo geht's hin? Mal schauen. Nach Boston vielleicht? Oder in die Davenport-Siedlung? Oder bleiben wir im Grenzland? Reisen wir nochmal zurück in unser Heimatdorf? Wie erwartet, Boston. Was gibt's denn in Boston zu sehen? Nichts gelernt, diese Amerikaner. Ja, ich möchte wirklich nach Boston reisen. Vielen Dank. Okay, alles läuft wieder. Der Code ist total gehackt. Hübsch gehackt, aber gehackt. Der Wurm hat 3 Pivots gefunden, die hätten wir also. Du musst die übrigen selbst von innen finden. Mit den 3 können wir den Rest triangulieren. Das habe ich sauber gehackt, wenn ich das mal so sagen darf. Jeder Pivot findet andere in der Nähe. Insgesamt sollten es 12 sein. Jeder, den du findest, sollte einen Hexwert liefern. Genau die brauchen wir. Wenn du alle hast, sequenzieren wir den Code, packen die Daten und aus die Maus. Tja, treib dich nicht so viel im revolutionären Amerika rum. Ich weiß, es ist verlockend. What the fuck? So, ich habe 2 unserer Pivots gesetzt. Nicht leicht von hier aus, das kannst du mir glauben, aber sie sind da. Du siehst, wie die beiden einen Vergrabenen aktivieren. Oder so. Nimmst du den 3, den wir haben, dazu, findest du den genauen Standort des Vergrabenen. Dann hol die Hexziffer und wieder von vorn. Wenn du die Chance hast, ich würde wahnsinnig gern Franklins Glasharmonika sehen. Nur als Hinweis. Viel Spaß. Okay, what the fuck, was machen wir denn jetzt hier mit? Der Pivot wird aus der Welt entfernt, ist ein Pivot aufgehoben, kann er an Connors Position neu gesetzt werden. Okay.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier von mir verlangt wird gerade mal. Ein Pivot zu finden. Erfolg freigeschaltet. Ende. Also hier schwebt ein Pivot rum. Also das ist klar, das sind Einhörner. Wie funktioniert denn das Ganze dann jetzt hier? So, dann gehen wir mal auf die Karte. Franklins Glasharmonika will er sehen. Wo ist denn Franklins Glasharmonika? Das ist normale. Das wollen wir nicht. Ich würde eigentlich ganz gerne. Warte, ach nee, hier müssen wir hin. Und zwar in die Animus-Datenbank. Personen. Franklin. Müsste doch eigentlich einer von den ersten sein. Oder haben wir den gar nicht hier drinne? Franklin. Da, Benjamin Franklin. Blablabla. 1706, so eine Seifenmacher, 10 Söhne. Ich schätze, seine Eltern konnten noch keinen Fernseher leisten. Blablabla. 1718, Lehrer als Drucker. Kein Philadelphia, Karrieredrucker, Schreiber, weiterverfolgte. 1776 ging nach London, Pennsylvania im Laufe der Rechtsstreit der Familie Penn zu vertreten. Das war die erste von bla. Und dann begann das Verfassung, Stamp Act, Stempelgesetz. Gründungsvater, Väter, lalalala. Der Dinge wie zwei Stärken, Linsen und effektiver Rollzufinder fand, wenn er nicht gerade im Golf schon fotografiert und entdeckte wie Elektrizität. Was hast du heute schon gemacht? Dir ist erst in den Mikrowelle aufgegeben und in Unterwäsche rumgesessen. Na, großartig. Richtiger Ladykiller. Da erfahren wir nichts. Objekte. Magische Laterne, Enzyklopädie des einfachen Mannes, Schiffe, nein, das ist auch nicht. Film von Paris. Lass mal kurz schauen. Sollten nicht mal hier runtergehen vielleicht. In die falsche Richtung fällt mir gerade auf. Ich muss nach Süden laufen. So, den nehmen wir jetzt auf. Und setzen den dann einfach mal quasi dahin. Wir laufen jetzt auch runter zu dieser Markierung. In diese Richtung. Franklins Glasharmonika. Ja, wenn ich wüsste, wo die Franklins Glasharmonika ist. Ah, wir haben ja eine Markierung auf der Karte. Da oben ist was. Wer bist denn du? Der glückliche
Kaufmann. Pivo Io hat er aufgesammelt. Alles klar. So. Wir haben zwei Pivots zu setzen. Karte öffnen. Pivo Zeta. So, wir laufen jetzt mal hier runter. Was ich nicht habe, braucht ihr auch nicht. Hart wie Stahlheck freigeschaltet. Ein Animus-Heck freigeschaltet, okay. Whatever. Ihr habt es gefunden. Was ich meine. Dann sagen wir mal, setzen wir jetzt hier mal einen hin. Lauf nochmal in die Richtung da runter. Wenn ihr was für euer Geld sucht, dann sucht nicht weiter. Ich laufe mal ein Stückchen hier runter und ansonsten, ja, keine Ahnung, was uns das jetzt bringt, was wir da noch machen können. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt erstmal noch ein Stückchen weiter, setzen noch einen zweiten und dann gucken wir, dass wir noch irgendwo einen dritten gesetzt kriegen. Vielleicht finden wir ja dann noch einen. Man weiß es nicht. Oder ob es hier gar keinen mehr zu finden gibt, ob wir jetzt quasi hier in Boston durch sind und wir jetzt in Grenzland noch einen Pivo finden müssen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was das Ganze bringt. Und wer da zu uns spricht. Das frage ich mich auch. So. Ah, hier sind keine. Ach, hier sind null Pivots zu finden. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, auf die Karte machen die Schnellreise hierhin zu dem Hafenmeister und schauen wir, ob wir vielleicht in New York noch einen finden. Und dachte er ja, ich würde gerne nach New York reisen. Ja. Ich weiß gar nicht, was das jetzt noch hier bringt, was hier noch hinten dran hängt jetzt. Schauen wir doch mal. Hier ist auch kein Pivot zu finden. What the fuck? Wieso denn nicht? Ich habe einfach mal ein paar Meter geradeaus und setze dann gleich nochmal einen Pivot. So, setze ich einfach hier nochmal einen Pivot hin. Ach, Washington ist jetzt hier in New York, okay. Interessant, so, ich will hier hin. Noch ein Stückchen da hoch in die Richtung. Ausgezeichnetes Leder. So, hier nochmal einen hinsetzen. Ich weiß nicht, was das bringt. Gar nichts. Hier tut sich gar nichts mehr. Zu findende Pivots, kein Pivot gefunden, ja. Animus synchronisiert. Details der Pivot-Orte im Animus ansehen, ja. Hey, Mann!
So. Um bei der Suche nach gescannten Pivos zu helfen. Ja, zu helfen, um zu helfen, um zu helfen. Ja, schön. Scan-Details ansehen. Nächster zu finden, Pivo, 6 Meter übrig. Scan wird durchgeführt. An den 6 Minuten übrig. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Aber ich denke mal, das reicht dann jetzt auch. Ich werde mich hier noch ein bisschen drum kümmern. Mal gucken, eventuell melde ich mich dann, wenn ich hiermit durch bin. Wenn ich die Pivo soweit alle gefunden habe, dann melde ich mich. Ansonsten soll es das jetzt erstmal gewesen sein hier von Assassin's Creed 3 letztendlich. Und wie gesagt, wir sehen uns dann, wie schon mal vor den Credits angekündigt, bis während den Credits angekündigt, wir sehen uns dann einfach im nächsten Projekt wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal nochmal für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und sage bis dahin, euer Blackbeard. Und mal schauen, was das nächste Projekt wird. Wie gesagt, ich weiß es selbst noch nicht, bleibt abzuwarten, lasst euch überraschen, ihr werdet es erfahren. Wenn ich euch, spätestens wenn ich euch ein bisschen teaser, mit irgendwelchen Bildern, Screenshots oder sonst irgendwas. Wir werden es erfahren. Mal gucken. Ich lasse mir was einfallen. Also, Freunde, bis dahin. Macht's gut. Ciao. Euer Blackbeard.